Hallo, hier ist Muho. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Winteranfang. Hier in Antaiji ist am 8. das Rohatsu-Sesshin zu Ende gegangen. Und es hat dann auch gleich am folgenden Tag angefangen zu schneien. Zurzeit kommt man mit dem Auto noch runter, aber es ist schon ordentlich weiß um das Kloster herum. Und wir haben nach dem Sesshin dann noch im Schnee den letzten Daikon-Rettich geerntet, die Mohrrüben. Die Kartoffeln hatten wir schon im November geerntet, Kürbisse, und das wird uns dann über den Winter bringen. Bis zum März ernähren wir uns dann von dem Gemüse und dem Reis, den wir im Herbst geerntet haben. Und den Winter über werden wir damit verbringen, außer Sazen, die Worte von Sawaki Roshi zu studieren und zu diskutieren, die es ja auch in deutscher Übersetzung gibt seit ja, über einem Jahrzehnt. Was wir im Winter studieren werden, ist das, was im Deutschen An dich heißt. Das erste Buch, das ich übersetzt habe. Das gibt es noch nicht in Englisch, aber ich habe eine Übersetzung mit Jesse Rayhoe Harsh mal vor einem Jahrzehnt oder so gemacht, die nochmal überarbeitet werden sollte, aber dann hoffentlich auch irgendwann mal in englischen Buchform herauskommt. Und ich glaube, es war am 11., da habe ich wie jedes Jahr ein kleines Dankeschön an alle Freunde von Antaiji verschickt, also an die, die uns regelmäßig unterstützen. Ich hoffe, dass das vielleicht sogar noch vor Weihnachten, wenn nicht vor Weihnachten, dann so um Neujahr bei euch ankommt. Diejenigen, die nicht wissen, was ein Freund von Antaiji ist oder wie man das wird, für die werde ich einen Link unter dieses Video platzieren. Kurz gesagt, sind das die Unterstützer, die uns per PayPal immer wieder Spenden schicken. Man kann dazu auch auf die Antaiji Homepage gehen und da ist es, gibt es oben rechts einen Knopf, da steht Hilf uns und da kommt man zu der Seite, über die man uns unterstützen kann. Okay, dank eurer Unterstützung kommt das Kloster über die Runden und ich freue mich schon auf 2019, die Studienzeit im Winter. Und vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Wann ich das nächste Mal in Deutschland sein werde, ist noch nicht raus. Wenn ich es weiß, werde ich es mitteilen. Okay, ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Guten Rutsch. Tschüss.